Willkommen zurück zu Super Metroid. Wir sind in den Tiefen von Turian unterwegs. Nicht von Turian. Von Norfair unterwegs. Und, wollen. Oh. Der war böse. Plötzlich kommt ein Gegner. Und hält viel aus. Wir sind in den Tiefen von Norfair unterwegs und suchen einen Weg zu einem Boss. Den Gang kenne ich. Das ist eine Powerbomb-Tür. Sonst noch was? Ja, da kommt man noch. Kommt in alle Richtungen weiter. Wow, wir haben so viele Wege. Ah, hier geht's nicht weiter. Die Statuen kann man alle zerstören. Ist hinten dran was? Nee. So, die Frage ist, nehmen wir jetzt die Powerbomb-Tür oder gehen wir erst nach oben? Wir gucken erst oben. Ach, so ist schön, den Balljump zu haben. So, ich hoffe, die Lautstärke vom Mikro passt. Seit irgendwie ein paar Wochen stellt mein Windows die Mikrolautstärke immer so ein, wie es gerade Windows lustig findet. Was ich nicht so lustig finde, um es mal so auszudrücken. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Besiegen kann ich euch, glaube ich, nicht. Hallo, Steinkugel. Die tun weh. Aua, die auch. Und die Steinkugeln kann man natürlich nicht einfrieren. Okay, da ist nix. Da ist ein Powerbomb. Aber da muss ich drauffallen. Okay, da muss ich drauffallen, um die zu bekommen. Krass. Aber hier ist nix, ne? Ne, hier ist kein Weg. Hier was? Nein. Blöde Kugel. Roll mal. Die rollt nicht. Jetzt rollt sie. Also die rollt immer erst dann, wenn ich davor bin. Das heißt, wir gehen davor und drehen um. Dann frieren wir dich wieder ein. Das war zu spät. Dann... Ah. Ey, die Kugeln nerven. So, kann man hier durch? Nee, hier kann man nirgends durch. Okay, dann ist es nur ein Rückweg. Dann hätten wir uns den Weg sparen können. Und da oben war ja nix, nee. So, dann kommt man da runter. So, und hier waren jetzt wieder diese Space Pirates. Feuer, Feuer, Feuer. Das Spiel laggt gerade, weil zu viele Sprites auf dem Bildschirm waren. Super Mario World hatte deswegen ein Sprite-Limit, was erfahrene Spieler auch mal umgehen. Aber wir spielen ja kein Super Mario World, sondern wir spielen Super Metroid. Hier war der Speicherraum. So, war hier eigentlich noch irgendwas anderes? Nee. Das war wirklich nur dieser Bombenweg hier. So, dann gehen wir mal direkt durch. Okay, ein Raum. Da sind Feuerspucker. Da ist was zum Aufbomben. Und zwar nur auf der linken Seite. Nur hier kommt man durch. So, dann bomben wir uns weiter. Oh Gott. Wie sagten sie im Speedrun so schön, in einem Caution, also in einem normalen Playthrough ist das hier einer der härtesten Räume vom Kämpfen her. Glaube ich, dass es der Raum war. Man kann die ganz gut mit dem mit der Screw Attack besiegen. Powerbombs? Nice. Man kann die ganz gut mit der Screw Attack besiegen, aber da muss man natürlich den Sprung gut schaffen.
Und wenn man da nicht Salz tut, dann hat man ein Problem. Okay, sonst ist hier in dem Raum nichts. Dann gehen wir uns hier durch Powerbomben. Ach, der Raum. Oh, nee. Ich mag den nicht. Also die Stacheln sind klar. Stacheln sind Stacheln. Und parallel muss man auf diese Plattformen aufpassen. Hier unten ist nirgends was versteckt. Und das ist eine Supermissile-Tür. Wir haben sehr wenig Supermissiles. Wo sind die denn alle hin? Weil das Problem müsste sein... Ach, wie... Oh Gott, nein. Okay, die kann man nicht screw-attacken. Die kann man nicht mit einem aufgeladen... Ach! Die werden, wenn sie angreifen, golden. Die können irgendwie einen Sprungangriff und dann werden sie golden. Und man muss die besiegen, um weiterzukommen. Ja, dann kann ich sie angreifen. Wow, ist das eklig. Okay, die muss man irgendwie manipulieren. Da gibt es irgendwie einen Trick mit dem Shine-Spark. Ja, super, dass natürlich der Schuss direkt immer trifft. Ja, spring mal bitte. Also irgendwie gibt es hier einen Shine-Spark-Trick. Ne, das geht auch nicht. Das brauche ich gar nicht versuchen. Ja, und er wirft die ganze Zeit nur seine Scheren. Da hat er einen Angriff gemacht. Oh, falsche Waffe ausgerüstet. Wenn beide springen würden. Aber es ist immer der... Einer bleibt in der Mitte stehen und einer springt. Das ist toll. So, aua. Okay, er springt. Sieht er das, wie immer der eine die Schüsse für den anderen blockt? Wann springen die? Wann machen die diesen komischen Angriff? Jetzt macht er gar nichts mehr. Okay, das war ein Tritt. Ich habe keine Ahnung, wie ich die manipulieren muss. Okay, wenn ich zwischen denen stehe, dann macht der hintere einen Sprungangriff. Das ist der falsche. Okay, ich muss mal den Finger auf schräg runter zielen lassen. Schräg runter wollte ich. Hä? Ja, ich habe wieder einen Schuss hinbekommen. Hey! Auch das macht keinen Schaden. Okay, die sind echt... Das sind echt zwei nervige Sachen hier. Oder zwei Gegner. So, das sind unsere Lebenspunkte. Niedrig. Da hat das Salto mal wieder aufgehört. So, Reserve Tank. Ich muss zwischen die, dass die sich schön gegenseitig beschützen können. Weil sonst machen sie ihren Sprungangriff nicht. Okay, das wäre der erste. Und jetzt, wann macht der seinen Angriff? Jetzt. Oh Gott, ich speichere jetzt direkt ab. Wir werden so sterben. Oh, Behemoths. Okay, wir können uns... Oh. Wir können uns auffüllen. Dann will ich den Behemoth da oben besiegen. Ich glaube zumindest, dass die Behemoth heißen. Dit.
Okay, den konnte ich damit nicht einsammeln. Machen wir mal, doch. So sammeln wir jetzt alles ein und besiegen die Gegner. Und füllen uns damit wieder auf. Ich glaube, das ist die beste Taktik, weil da passiert uns nichts, garantiert nicht. Und wir kriegen alles eingesammelt. Sorry, dass das jetzt ein bisschen dauert, aber ihr habt die Lebenspunkte gesehen, ihr habt die Gegner gesehen. Ja, seht die Munition. Ja, die Munition geht sogar. Lebenspunkte und die Reserve Tanks auffüllen. Also hier, die Reserve Tanks sind gerade komplett leer. Es gibt eine Variante, wie man theoretisch, wenn wir weniger Lebenspunkte hätten, gäbe es eine Variante, wie wir uns auffüllen können, um wieder Lebenspunkte zu bekommen. Aber dabei verbraten wir extrem viel Munition und deswegen lohnt es sich nicht. Das ist irgendwie, wie war das denn? Wenn man 10 von jedem hat, außer Powerbombs, da braucht man glaube ich 11, weil man eine benutzt. Und weniger als 75 Leben oder so. Wenn man dann eine Powerbomb legt und den Waffenknopf gedrückt hält, dann gibt es eine besondere Animation und Samus heilt sich. Es tut mir echt leid. Aber das ist ja das, wo ich auch immer sage, ich möchte euch das Spiel so echt wie möglich zeigen. So nahe am Original wie möglich. Und das gehört hier halt dazu, um dieses Auffüllen. Mein Daumen fängt auch schon jetzt an, weh zu tun. Also ich hätte zumindest gern volle HP. Ob ich die Reserve Tanks noch fülle, weiß ich nicht. Wenigstens füllt ein so ein großes Ding 20 auf. Das geht. Das heißt 20, das heißt 5 sind ein... Oh, Powerbombs. 5 Stück wären eine Lebenspunktbox. Das heißt, allein die Reserve Tanks wären 15 Heilungsaufnahmen. Das Geräusch ist auch so dumm. Ich mache jetzt ein bisschen langsamer. Reicht auch. So, die Frage ist, hat sich der Reserve Tank schon angefangen zu füllen? Ja. Also der Reserve Tank hat sich auch mit der halben Heilung gefüllt. Ach komm. Oh. Intelligenter Herb. Hab ihn. So. Muss jetzt reichen. Wir sind kurz vor Ridley. Ne, das bringt nichts. Wir fliegen einfach durch den Raum. Und brauchen eine... Oh, come on. Super Missile. Der Gegner kam ja her. Okay, wir haben die Tür geöffnet. Wir rüsten Super Missiles aus. Den Quick Kill und möglichst wenig Schaden Kill kriege ich vermutlich nicht hin. Aber wir sind hier bei Ridley. Da ist verkehrt rum. Ah, jetzt. Moment. Ah, wenn ich mich hier hinkauern kann. Ich wollte mich kauern. So. Jetzt ist er verkehrt rum. Der Witz ist, wenn er nämlich richtig rum ist, dann kann man... theoretisch dahin kauern. Swipe. Die Frage
Frage ist, ob man den Screw attacken kann. Ich meine, wir haben die Screw Attack bekommen. Nee, kann man nicht. Man ist dabei nur unverwundbar gegen seine Angriffe. Okay, die normalen Raketen machen auch Schaden. Also Ridley muss natürlich ein schwerer Kampf sein, ist ja schließlich der vierte der großen Bosse. Sache ist, dass ich versuche, die ganze Zeit Schaden zu machen. Auch wenn ich ihn nicht sehe. Aber er ist schon rot. Aber wir sind auch so gut wie tot. Ja. Und das sind die Reserve, der Reserve Tank, zumindest das bisschen, was wir haben. Das reicht nicht mehr. Ne. Okay. Das ist Ridley. theoretisch gibt's, wie gesagt, die Sache, dass man sich, wenn er so auf seinem Schwanz rumhüpft, kann man sich ganz. Also wenn er von rechts nach links auf dem Schwanz rumhüpft. Kann man sich theoretisch hier auf die Plattform stellen. Und er hüpft nur und trifft nicht. Genau so. Ridley, du bist brav. Das ist die Quick-Kill-Strategie von den Speedrunnern. So, und dann lässt man sich irgendwie hochheben. Und hofft. Okay, das war nicht gut. Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay, er ist richtig rum. Ah. Runtergefallen. Okay, jetzt versuche ich mal aufgeladene Schüsse. Weil aufgeladene Schüsse machen ja auch Schaden. Oh, wir haben Ridley besiegt. Okay, das war Ridley. Schnell speichern. Wir haben noch nicht mal normale Raketen benutzt. Das heißt, die aufgeladenen Schüsse sind stärker. So, und hier ist eigentlich meine Meteorite-Kapsel, die er mitgenommen hat. Aber irgendwie ist die nicht da. Und da ist ein Energy Tank. Der Energy Tank ist für die Speedrunner wichtig, weil der ganze Ridley-Kampf ist ein Hellrun. Also macht Schaden, während man drin rumläuft in dem Raum. Und ja, die machen den wirklich aufs letzte Quäntchen HP, laufen in den Raum und gehen sofort auf diese auf diesen Energy Tank. Und ja, wenn die den nicht einsammeln, dann kann es sein, die haben Ridley geschafft. Und trotzdem ist der Run tot, weil sie nach Ridley sterben. So. Das wäre Ridley gewesen. Wir müssen uns jetzt nicht mehr auffüllen. Unsere HP sind voll. Munition wäre natürlich... Na, Munition, die Supermissiles wären nett. Oh, ihr schon wieder. Aber dieses Mal müsste der Raum eigentlich auch, ohne dass ich die besiege, machbar sein. Genau. Ich gehe mal weg vom... von den X-Rays. Genau, und so kommt man hier wieder hoch. Hm.
springe ich halt da rein. So, und dann fährt er runter und dann kommt man damit hoch. Okay. Ah, hier habe ich Powerbomb gebraucht. Und jetzt kann ich die Gegner besiegen und die lassen vielleicht sogar Super Missiles fallen. Nee, aber ein paar Lebenspunkte. Okay. Das wäre jetzt auch Ridley gewesen. Ich weiß, eigentlich ist hier in dem Raum nichts. Aber man macht trotzdem mal eine Powerbomb. Hier ist auch nirgends was, ne? Nee. Dann gehen wir einfach hier durch. Und müssen jetzt nur noch aus Norfair entkommen. Wir können auch speichern auf normale Art. Und ich bedenke, uns fehlen ganze 2 Energy Tanks. Und ein Reserve Tank. Also Tank-wise, HP-wise haben wir eigentlich sehr viel. Das ist cool. Nicht alles, aber viel. Das finde ich gut. Das reicht auch. Die Sache ist, der Endgegner im Spiel geht schneller, wenn man nicht ganz so viel HP hat. Klingt komisch, ist aber so. So. Jetzt ist noch die Frage, wie kommen wir da oben rein? Egal. Ich meine, wir haben jetzt Norfair gut viel von Norfair erkundet. Wir haben Ridley besiegt. Wir gehen einfach. Ach, diesen Golden, den könnte ich Schaden machen. Oh, die Lava macht natürlich Schaden. Hallo, spring, Samus. Durch die Lava springen ist so eine dumme Idee. So, den einfrieren, den besiegen, einfrieren, so, wupp. Hier kann... Oh, ich wollte gerade sagen, hier kann ich mich ducken, ohne getroffen zu werden. Im nächsten Moment stehe ich auf. Und jetzt habe ich nicht geschossen, bevor ich mich bewegt habe. Das ist der Raum. Und ja, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Ich wüsste nicht, ob hier noch eine Abkürzung ist. Ach, die Lava steigt noch weiter. Also wo müssen wir jetzt? A, wo müssen wir hin? Und B, ja, B. Ja, ich glaube, ich weiß. Wenn wir nach oben gehen. Ah, Powerbomb-Weg, okay. Geh mal hier lang, weil ich glaube, dass das hier der Lift war, der uns hier rausbringt. Ja, das hier ist der Lift, der uns aus Lower Norfair wieder rausbringt. Puh. Piep, piep, piep. Okay, oben drüber ist eine HP-Auffüllstation. Ich will eigentlich den allerersten Safe Room, den wir mal besucht haben, den will ich nochmal besuchen. Also hier kam ich nicht direkt hoch, oder? Nee.
Uns fehlen natürlich ein paar Sachen. Also uns fehlt zum Beispiel der sogenannte Gauntlet noch. Ah, Moment, hier gab es eine Abkürzung. Hier gab es irgendwo eine Abkürzung. Dachte ich. Nee. Tatsächlich nicht. Wir müssen wieder durch die Lava. Ugh. Weil man kommt ja hier oben durch, aber halt nicht bis zum Ende. Okay, das ging jetzt sogar relativ gut. So, dich möchte ich besiegen. Dich möchte ich besiegen. La 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 la. Ja, wir gehen jetzt aus Norf heraus. Ich würde sagen, wir gehen sogar tatsächlich bis zu unserem Schiff. Ja, wir gehen bis zum Schiff. Von dort aus ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt für die nächsten Abenteuer. Und, das Schiff ist ja auch... Was ist denn das rechts für ein Raum? Ist das nur ein Heilungsraum? Also beim Schiff kann man sich ja vollkommen heilen. Ja, das ist nur ein Heilungsraum. Beim Schiff kann man sich ja vollständig heilen, bekommt volle Munition. Und das ist ein guter Speicherpunkt für das, was folgt. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Ja. War das richtig? Nein. Ich glaube, oben gibt es einen Weg. Hier gab es einen Weg. Ja, aber ein Powerbomb-Weg. Macht ja nichts, wir haben hier Munition. So, dann hier durch. Ist natürlich alles viel einfacher dank Space Jump und Screw Attack. Blöd natürlich, dass Ridley einem keine extra Fähigkeit gibt, kein Item und nichts. Aber was will man denn jetzt noch haben? Wir haben die stärksten Laser, wir haben alle Raketen, Powerbombs, wir haben alle Suits, wir haben alle Super-Items wie Space, also alle Bewegungs-Items. Es gibt halt nichts mehr. Geht auch weg. Space Jump, bitte. Ah, und da komme ich mit dem, mit der Screw Attack nicht durch, oder was? Mit dem Laser kann ich es aufschießen, aber mit der Screw Attack komme ich nicht durch. Das ist typisch, dass so ein Block existiert. Stärkste Fähigkeit im Spiel und schwächer als der erste Schuss, den man hat, weil diese Blöcke hat ja der erste, allererste Schuss schon aufgemacht, ohne jedes Upgrade. Genau, da wollen wir nicht lang, da ging es zu Crate. Bei Crate könnte noch irgendwas sein, also da könnten noch Items sein, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt viel zu faul, die auch noch zu suchen. Ich meine, wir haben gut was erreicht. Ich würde sagen, wir sind so bei 70-80%. Das ist auf jeden Fall eine gute Quote. Wie? Der hinterste Block zerfällt, wenn man drauf Screw Attackt. Oh Gott. Das wusste ich auch nicht. Okay, roter Tunnel, ganz hoch und dann sind wir im Criteria. Jawohl. Ah, und mit der Screw Attack kann man natürlich diese roten Viecher besiegen. Wenn man dann den Sprung nicht verliert, oder den Salto nicht verliert. So, landen wir mal zwischen. Dann muss man hier aufschießen. Dann gab es da Powerbombs drin. Die sind immer Powerbombs. So, dann hoch. Oh. Okay, die Blöcke gehen kaputt, wenn man Screw attackt. Der hier auch? Nein, natürlich nicht.
typisch, der oberste Block. Und jetzt dauert es natürlich wieder, bis ich oben bin. Und wenn der Block bis dahin zugeht, habe ich ein Problem. Er ist natürlich zugegangen. Wie soll man das denn machen jetzt? Und wann Sprung aufgehört? Dings aufgehört. Ich nehme einen anderen Weg. Ich habe mir das anders überlegt. Ich habe ja alles, um durch Wände durchzuschießen. Hier war auch Geschwindigkeit eher das Problem als durch die Wand schießen. Hier war durch die Wand schießen, glaube ich, das Problem. Genau. Das kriegen wir aber auf. Und dann gab es die Powerbomb-Tür. Das war eine der ersten Powerbomb-Türen, die wir überhaupt gesehen hatten. Das war der Weg durchs Rohr. Ah, auch das geht durch die Screw-Attack kaputt. Genau, hier konnten wir nämlich durch und kamen hintenrum zum Morphball. Ihr erinnert euch. Erste war Power... Nein, das war normal. Hier war die Powerbomb. Ah, ich mach's jedes Mal verkehrt rum. So. Hier war nämlich der Morphball. Und hier ist der Lift, den wir wollen. Der uns sogar relativ nah zu unserem Zielort führt. Ich spiele jetzt noch bis zum Schiff. Den Weg kennt ihr theoretisch schon, deswegen... Brauchen wir da gar nicht weiter groß drüber reden. Wir gehen jetzt nur bis zum Schiff. Wir machen nichts anderes. Jetzt muss ich nur schnell hochkommen. Das heißt... rein theoretisch... Dadurch, dass nichts mehr passiert, könntet ihr auch schon ausschalten. Aber wenn ihr wollt, bleibt noch ein bisschen da. Stay while and listen. More. Oder so. Genau, unser Plan ist nämlich, dass wir als nächstes, wir haben jetzt Ridley geschafft. Wir gehen jetzt zum Schiff. Heilen uns voll, füllen unsere Munition dort auf. Alles auf einmal. Und werden dann ins Endgame gehen. Und da kann ich euch schon sagen, ich werde auf einem extra Safe speichern. Da man, wenn man im Endgame ist und offiziell vom Spiel her speichert, gibt es eine Stelle, wenn man da speichert, dann kommt man nie wieder zurück. Und ich könnte jetzt eigentlich fragen, ob ich die Tiere retten oder töten soll. Aber ich mache ja keinen Speedrun. Also normalerweise, wenn ich das, wenn das bei Games dann quick passiert, die Frage, bin ich immer für Save the Frames, Kill the Animals? Ja, wir werden sie wahrscheinlich retten, weil das ist Kanon. So, alles füllt sich auf. Und wir speichern. Und ich beende den Part. 3. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.